Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir müssen hier jetzt jemanden stellen, sagen wir mal so, der ein Schiff geklaut hat für die Freestar Ranger. Und wir laufen hier noch richtig. So. Madame Sauvage's Place. Was ist das für ein Laden? Das frage ich mich jetzt. Ich werde nicht den ganzen Tag hier rumstehen. Alles klar? Willst du das Zeug oder nicht? Ich habe Interesse, aber du verlangst fast das Doppelte des Normalpreises. Okay. Meinst du, das fällt einfach so vom Himmel? Ich habe schon Aurora auf der Straße gesehen. Bürger? Und noch nie so viel bezahlt. Immer noch nicht. Velocity Run? Also, ich frage jetzt zum letzten Mal, dann gehe ich. Willst du das Zeug jetzt oder nicht? Warte mal, ein Velocity müssen wir doch für jemanden hier holen, oder? Hier unter Aktivitäten. Saburo Arasaka hier. Muss ich hier kein. Muss ich nicht ein Velocity holen für jemanden? Sofort fällig. Spätentwickler? Nee. Später. Nee, guter Wolf. Mann, das war es auch nicht. Hole einen Velocity für Gladys Coffin. Na schön. Ich übertrage die Credits. Stell es am Das ist meins. Gib es zurück. Hier darfst du haben. Mach das nicht nochmal. Schade. Sei nicht dumm. Halt sofort. Stehen bleiben. Du bist verhaftet. Ich zahle die Strafe. Ja, komm hier. Du kommst mit. Wir Was? beschlagnahmen alle Schmuggelware und alles Diebesgut in deinem Besitz. Nein! Scheiße. Okay, geil. Wurden die mitverhaftet? Habe ich jetzt einmal Ärger gemacht. Was guckst du so blöd? Ich guck doch nicht blöd. Okay, einmal Ärger gekriegt. Aber. Für ein Velocity so in die Hand nehmen? Nein! Warte mal, war das das hier? Ich mach da war es, Madame Sauvage. Solomons Karten wurden mir abgezogen. Nein. Okay, das war jetzt. Ich lade, weil wenn Solomons Karten mir abgezogen wurden, die brauche ich ja noch. Glaube ich zumindest, dass ich die noch brauche. Ja, dann. Ich werde nicht den ganzen Tag hier rumstehen. Willst du das Zeug oder nicht? Okay. Ich habe Interesse. Ich klau das nicht noch einmal. Velocity ist so ein Graf-Run. Gibt's hier einen Händler? Okay. Hallo. Logistik-Spezialist? Andrea Sandoval? Madame Sauvage? Ist die das? Neue Kundschaft? Bienvenue. Bevor du bestellst, hier gibt es zwei simple Regeln. Das ist mein Laden, also stehen hier alle unter meinem Schutz. Wenn du sie in Ruhe lässt, lassen sie auch dich in Ruhe. De? Bestell nur, was du auch bezahlen kannst. Bei Madame Sauvage wird nicht angeschrieben. Verstanden? Mir wurden noch nie in einer Bar Regeln erklärt. Oh, dann hast du dein erstes Mal mit mir, Montresor. Dann bin ich wohl Nummer zwei. Mir wurden in einer Bar auch noch nie die Regeln erklärt. Also, was kann Madame Sauvage dir bringen? Willst du den Velocity probieren? Oder für den Anfang lieber etwas mit weniger Wumms? Was ist das eigentlich Ohne überhaupt? Untertreibung, das ist der Himmel in einem Glas. Als würde das Universum selbst seine Lippen auf deine legen, von mir kreiert. Was, wenn ich nach Informationen suche? Wenn du Informationen willst, lies ein Buch. Wenn du etwas trinken willst, red mit Madame Sauvage. So läuft das hier. Auch eingebildet, okay. Natürlich, Aber gerne. Meine neue Kundschaft bekommt alles.
Aber aus Geschäftssinn kann ich das verstehen. So, unter Hilfe finde ich das. Bier, Bourbon, Kenak, Kenak. So, Kodos Kshata, Dunkel. Erde, Braudunkel. Wo haben wir denn Velocity? Velocity Blue? Velocity Green? Orange? Red? Violet? Yellow? Starkes alkoholisches Getränk mit biotechnologischem erzeugtem leuchtendem Plankton. Ich würde den roten nehmen. Einen. Kann ich hier Aurora kaufen? Verwalter Bayo hat bestimmt, dass niemand außer der Astral Lounge Aurora verkaufen darf. Wenn das Euphorica es in seiner Mitglieder-Lounge verkaufen oder Le Grand es in Blend mischen will, ist das deren Entscheidung. Moi? Ich bleibe lieber unter Bayos Radar und halte mir die Neon-Security vom Hals. Was steckt hinter Velocity? Auf meinem Heimatplaneten gibt es wunderschöne Strände. Und zu manchen Jahreszeiten leuchtet der Ozean in traumhaften Farbspektren auf. Die Wissenschaft sagt, dass das von winzigen Organismen kommt, die biolumineszentes Licht ausstrahlen. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ich glaube, es ist ein Tanz, eine Party. Die Natur bedankt sich bei der Sonne für ihre Kraft. Es ist atemberaubend. Das ist die Essenz des Velocity. Er ist ein Toast auf die Natur und ihre Wunder. Eine Verschmelzung der Menschheit mit dem Kosmos. Wie kommt es, dass du in Neon eine Bar eröffnet hast? Leider muss das vorerst mein Geheimnis bleiben. Okay. Es ist sicherer, wenn die Anonymität der beteiligten Parteien gewahrt wird. Sagen wir einfach, mir hat jemand sehr viele Credits geschuldet und mit der Bar bezahlt. Das muss reichen. Alles klar. Ich liebe den Vibe der Stadt. So, die meisten brauche ich jetzt noch. Die haben alle einen Namen hier. Teilchenwaffenspezialist. Ey, du bist im Weg. Hallo, aus dem Weg. Ach, super. Ein Freestar Ranger und sein. Was bist du? Ein Sidekick oder sowas? sowas in der Art, ja. Das nenne ich mal echte Überzeugung. Und warum rede ich mit dem Sidekick und nicht mit dem Ranger? Er ist doch meiner. Gehört dem Deputy. Ach ja? Und du musstest für mich kleines Ding Verstärkung mitbringen? Ich bin geschmeichelt. Aber das ist nicht mein erstes Verhör. Bringen wir es bitte hinter uns. Es gibt keinen Grund, das hier schwierig zu machen. Du steckst in Schwierigkeiten, Grace. Fang lieber an, die Sache ernst zu nehmen. Du hast schon öfter Probleme mit dem Gesetz? Ein, zweimal. Vielleicht auch öfter. Aber hier bin ich versuche mal auf die... wie ein Vogel. Das könnte helfen, Leben zu retten. Ich glaube, das ist ihr egal. Du steckst in Schwierigkeiten, Grace. Fang lieber an, die Sache ernst zu nehmen. Oh, ich lausche gebannt und aufmerksam, Deputy. Die nimmt mich gar nicht ernst. Bestimmt gleich, dass du ein paar Fragen hast, die ich bitte beantworten soll. Kommt das ungefähr hin? Du hast ein Schiff von Hopetech gestohlen. Versuch gar nicht, es zu leugnen. Keine Spielchen. Ich weiß, dass du das Schiff gestohlen hast und du erzählst mir, warum. Ich weiß, dass du das Schiff gestohlen hast. Es sind Menschen in Gefahr. Ich brauche deine Hilfe. So. Das ist irgendwie alles so ein bisschen doof. Ich versuche mal auf die nette Art. Okay, ich habe das Schiff gestohlen. War nur ein bisschen Spaß. Ich habe es nicht mal behalten. Es war ein Auftrag. Ich habe das Schiff abgegeben, die Typen sind weggeflogen. Ende der Geschichte. Ich habe niemanden in Gefahr gebracht, okay? Die Männer wollten eine Farmerin von ihrem Land vertreiben. Es waren Söldner, die haben eine Frau bedroht, um ihre Farm wegzunehmen. Du hast Söldnern geholfen, jemand Unschuldiges einzuschüchtern und zu bedrohen. Nee, hey, ich mach das. Ich habe ihnen nur ein Transportmittel verschafft. Sie haben nicht gesagt, wohin sie damit wollen oder was sie vorhaben. Ich hätte nicht mitgemacht, wenn ich gewusst hätte, dass jemand verletzt wird. Ich mag keine Gewalt. Keine Fragen zu stellen ist genauso schlimm. Hätten sie die Frau getötet, wäre das Beihilfe zum Mord gewesen. Hast du daran mal gedacht? Ich... Nein, habe ich nicht.
So, na, kannst du es wieder gut machen? Bitte hilf mir. Ich will es ja wieder gut machen. Eine Frau namens Maya Cruz hat mich kontaktiert. Sie hat gesagt, sie ist ein hohes Tier bei der First und hat einen Job für mich. Sie hat mit einem Insider bei Hoptech gearbeitet und vorgeschlagen, dass ich ein Schiff direkt aus der Fabrik stehlen soll. Wir waren mitten in den Planungen, als sie plötzlich einen medizinischen Notfall hatte. Sie sagte, dass sie eine Operation bräuchte und sich dann lange erholen müsste. Das war vor ein paar Wochen, seitdem habe ich nichts mehr gehört. Hat sie gesagt, wo sie behandelt wird? Hat Maya gesagt, wofür die First das Hoptech-Schiff braucht? Nur mal in einem Nebensatz, dass ihr Kunde die Operation vorzeitig ausweiten wolle. In meiner Branche stellt man keine Fragen. Das kommt meistens nicht so gut an. Warum hast du so einen riskanten Job angenommen? Ernsthaft? Such dir was aus. Hat die Kohle gebraucht. Geld, Ruhm, Adrenalin, alles gute Gründe. Okay, hat sie gesagt, wo sie behandelt wird? Nein, aber es klang ernst. Sie war emotional, ziemlich geschockt sogar. Ich wollte nicht neugierig sein. Okay, aber red weiter. Kurz darauf hat mir ein Typ namens Marco geschrieben. Hat gesagt, er wäre bei der First fürs Geld zuständig und hat mir die Hälfte im Voraus angeboten. Ich bin ihm aber nie persönlich begegnet. Lief alles über Mittelsmänner und verschlüsselte Slates. Ich hatte das Gefühl, dass er brutal paranoid ist. Hast du eine von den verschlüsselten Slates dabei? Ja, hier, nimm sie. Ich bin durch mit der Sache. Willst du sonst noch was wissen? Das reicht vorerst. Danke für deine Kooperationsbereitschaft. Ich glaube, das war's. Hast du irgendwelche Möglichkeiten, die First zu kontaktieren? Hat Marco je gesagt, wo seine Operationsbasis ist? Was weißt du über die Männer, an die du das Schiff geliefert hast? Gar nichts im Grunde. Sie haben mir nur gesagt, wo und wann wir uns treffen. Haben mich bezahlt und das war's. Hat Marco dir je gesagt, wo seine Operationsbasis ist? Nicht mal ein kleiner Hinweis. Ich sag's dir, der Typ ist ultra vorsichtig. Es ist sicher extrem teuer, die First zu finanzieren. Er muss jede Menge Zeug am Laufen haben. Hast du irgendeine Möglichkeit, die First zu kontaktieren? Nein, gar nichts. War ein bisschen enttäuschend, nachdem sie mich so gut bezahlt haben. Okay, das reicht vorerst. Danke für deine Kooperationsbereitschaft. Ja, klar. Wenn du das nächste Mal im Turm bist, solltest du die verschlüsselte Slate Ranger Alex Shadid geben. Der hat ein Händchen für Kryptographie. Wenn jemand die Slate knacken kann, dann er. Ich muss zurück. Viel Glück, Deputy. Dann darf ich gehen? Ja, du darfst gehen. Danke für die Hilfe. Ja, aber wenn du je wieder ein Schiff auch nur anguckst, wenn du mir versprichst, dass deine Tage als Schiffsdiebin vorbei sind, ja, dann darfst du... Ach komm, die muss ja auch ihr Geld verdienen. Ja, du darfst gehen. Oh, gern geschehen. Noch nie so höfliche Gesetzesvertreter erlebt. Jo, alles klar. Die muss ja auch ihr Geld verdienen. Und die wird wahrscheinlich genauso machen wie sie. Schiffe klauen. Nur ich bin zu doof, um Schiffe zu klauen hier. Piraterie zu betreiben. Also Weltraumpiraterie. Ich bin dafür irgendwie noch zu doof. Kriegt das noch nicht hin. So, okay, Ladebildschirm. Wie lange noch? Madame Sauvage. Hat sich für mich aber eher irgendwie wie so ein, wie so eine Art, Gentleman's Club, sage ich jetzt mal, angehört. Vom Namen her. So, ich guck mal, ob ich nochmal was verkaufen kann. Oder hier in Neon kann ich doch bestimmt auch andere Schiffe kaufen. So. Willst du irgendwas abladen?
Schiffseigentümer. Warte mal, bevor ich mit ihm rede. Erstmal gucken, habe ich noch was zum Verkaufen? Der hat nichts mehr an Geld, verdammt. Okay, dann reden wir nochmal mit ihm. Kann ich dir irgendwie helfen? Zeig mal deine Schiffe. Du findest sicher was, was dir gefällt. So, der Responder. Hier der Falcon. Sieht auch nicht schlecht aus. So, den Mustang eher weniger. Der Conohaul. Der sieht cool aus. Sogar Klasse A, aber der ist in den meisten Dingern hier schwächer als meins. Dann Sparrow. Warhorse. Der hat keine guten Schiffe. Vom Aussehen her vielleicht, aber ich glaube, in UC waren bisher die besten. So, direkt in den Cockpit. Und abheben. Okay, es geht los. Ich frage mich wirklich, wie groß wir eigentlich das Schiff machen können. Das, also, was Maximum ist, komm überhaupt? Wenn ich das nächste Mal in deinem Zimmer bin, ist es aufgeräumt. Okay, Papa. Versprochen. Nichts mit versprochen. Du machst das gleich. Verstanden? Oh, na gut, okay. Ich mach's. So, auf nach Cheyenne. Was hat eigentlich das Grüne da unten bei Antrieb zu bedeuten? Weiß das einer? Bei Antrieb, da war ja so ein grünes Dings. Davon kriege ich nie genug. Fremdes Schiff, du befindest dich im Freestar Collector, Frau. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Alles klar. Wo ist Akila? Zur Karte erstmal. Natürlich. So, der Schildsystem-Skill erhöht die Gesamtkapazität der Schilde deines Schiffs. Wir müssen viel zu viel hier noch skillen. Echt viel zu viel da. Keine Ahnung, wie wir das alles schaffen sollen in diesem Let's Play. Okay, wir sind aber auch gerade jetzt bei 40, fast 50 Folgen von dem Spiel jetzt. Und haben noch nicht mal alles gesehen, was es hier gibt. Wir sind schon mit Folgen bei sehr vielen. Und wir haben hier noch nicht einmal alles entdeckt. Wir waren nur hier unten in der Ecke. Und haben hier auch noch nicht alle Planeten erkundet. Und dann noch hier links, rechts. Hier sind noch so viele Systeme, die wir noch besuchen dürfen. Hier nach Exel. Exel müssen wir ja auch noch hin. Da ist ja auch noch eine Quest. Den Namen habe ich irgendwie gemerkt. Krix. Gehört zur Crimson Fleet, okay. So. Ah, ich glaube, ich muss die alle einmal besucht haben, damit ich weiß, zu wem die gehören, oder? Ich glaube, nicht nur besucht, sondern wirklich auch erkundet. Ja, willkommen in Aquila City. Jo.
Wenn du eine Waffe suchst, empfehle ich dir Laredos Waffenfabrik. Die produzieren direkt hier. So. Hier gibt's auch noch Waffen. Kann ich vielleicht noch mehr verkaufen oder? Zieh dich ruhig um. Ich habe Anzugwerkbock. Können wir auch noch mal was. Da können wir doch auch noch was machen, ne? So. Erhöht den elektromagnetischen Resistenzen. Die Resistenz. Schadensresistenz. Erledige deine Geschäfte am besten schnell. Ich liebe Umgebungen mit hoher Schwerkraft. Doppelte Anstrengung für den halben Nutzen. Okay, hier kann ich nicht. Hier kann ich nichts installieren. Standardskin kann ich nur machen. Wie sieht's hiermit aus? Damit das gleich klar ist, wenn du keine Credits hast, kann ich dir nicht helfen. Ich gehe vor lauter guten Taten bald pleite. So. Hier kann ich ja auch nichts machen gerade. Ja, Tragekapazität, Schwerkraftverbundwerkstoff, keine Mod. Skin kann ich auch nur Standard-Skin machen. So. Hier wahrscheinlich Sauerstoffreserve wieder. So. Okay. Sanitäter. Hilfsitems regenerieren zusätzliche Gesundheit und heilen rascher. Da fehlt mir noch ein Skill wahrscheinlich. Power Boost Pack. Einfach. Okay. Ich glaube, mehr brauche ich da nicht zu machen. Dann ist unsere Rüstung hier mal ein bisschen stabiler. Egal, wir gehen mal zur Quest. So. Ich würde aber auch gern wissen, wie hoch ist jetzt momentan unsere Sympathie mit Sarah. Hey, Deputy. Willkommen im Turm. Hi, ja. Dankeschön, Leute. Die Leute im Stretch Light. Ich spende immer wieder ein paar Verletzungen. So, und dann nochmal. Nee, die Seite. Hier geht's hoch. Mit ihm muss ich reden. Jo, ich muss mit dir reden. Ich habe mich schon gefragt, wann du kommst. Ich bin Alex. In Nias Bericht hieß es, dass du nach Neon fliegst. Da wollte ich schon immer mal hin. Wie hat's dir gefallen? War genau nach meinem Geschmack. War nicht so mein Fall. Ich bin nicht hier, um Smalltalk zu halten. Warum fliegst du nicht einfach selber mal nach Neon? Oh, ich kann nirgendwo hinfliegen. Hab Probleme mit den Ohrtrompeten. Wenn ich in einer Druckkabine bin, ist das so, als würde jemand mit einem Lasercutter an meinem Kopf rumspielen. Ist nicht schön. Aber wenn du mir davon erzählst, kann ich wenigstens so tun, als würde ich die Partyhauptstadt der Galaxie besuchen. Ja, okay, war genau nach meinem Geschmack. Denke ich mir. Es klingt so aufregend und stimulierend. Im Vergleich dazu wirkt Aquila City wahrscheinlich wie das langweiligste Kaff in den besiedelten Systemen. Aber leider muss ich mich mit den Berichten von dir und anderen Rangern begnügen. Also, wie lief's? Was Nützliches gefunden? So, verschlüsselte Slate geben. Ranger Price sagt, du kannst diese verschlüsselte Slate knacken. Dieses Slate muss so schnell wie möglich entschlüsselt werden. Kannst du mir helfen, dieses Slate zu entschlüsseln? Oh, komm zu Daddy, du süße kleine Slate, du. Ich komm zu Daddy. Ich sehe Kaffee und Nachtschichten vor mir. Wenn du noch mehr solche Dinger findest, bring sie mir. Es hilft mir, wenn ich mehrere Instanzen der Verschlüsselung vergleichen kann. Such mich einfach hier oben. Ich habe kein Leben, bin also immer leicht zu finden. Viel Spaß mit dem Ding. Du gehst nicht viel raus, oder? Wie lange dauert es, die Verschlüsselung zu knacken? Es dauert so lange, wie es dauert. Sowas kann man nicht beschleunigen. Aber eins kann ich dir versprechen.
Es geht deutlich schneller, wenn ich keine dummen Fragen beantworten muss. Alles klar, dann viel Spaß mit dem oh, Ding. Oh, den werde ich haben. Sprich mit Daniel Blake. Wo geht's nochmal nach oben? Nicht hier, ne? Da hinten war das. Malochen ist immer noch besser, als unter der Knute zu stehen. Jo, das glaube ich. Nee, wo, hä, wo war nochmal die Treppe? Hier, glaube ich, hier. Ja, hier ist sie. Auf ein Wort. Willkommen zurück. Jo, moin. Hast du rausgefunden, wer das Haupttech-Schiff gestohlen hat? Ich habe die Diebin mit Ranger Prices Hilfe aufgeschrieben. Habe ich, ja. Es war eine Schiffsdiebin namens Grace Early. Ja, aber ich musste alles alleine machen. Ranger Prices, keine große Hilfe. Ach komm. Grace Early? Ja, den Namen kenne ich. Klingt, als würdest du Fortschritte machen. Danke, ich habe den Bogen langsam raus. Dann kannst du mir, wenn ich die First ausgeschaltet habe. Finde ich, habe mir eine Beförderung mehr als verdient. Ich sag das gut. Hier mal. Konzentriere dich immer schön auf die Aufgabe und behalte das Ziel im Auge. So muss ein Ranger denken. Was hast du von der Schiffsdiebin erfahren? War ein Jackpot. Ich habe die Namen von zwei hochrangigen First-Mitgliedern, Maya Cruz und Marco. Die First hat einen Finanztypen namens Marco und jemand namens Maya Cruz. Nicht viel, nur ein paar Namen. Marco ist für das Geld zuständig und es gibt eine Maya Cruz. Ich glaube, das zweite nehmen wir. Jetzt machen wir Fortschritte. Dann hast du ja ein paar neue Hinweise, denen du nachgehen kannst. Ich weiß vielleicht, wer Marco ist. Ich habe mit Maya gedient. Sie ist ein Technikgenie und eine Top-Hackerin. Ich kann dir ein paar Hintergrundinfos geben, wenn du willst. Oder wir planen direkt den nächsten Schritt. Die Uhr tickt. Reden wir über den nächsten Schritt? Ich brauche Infos, um sie aufzuspüren. Was kannst du mir noch über Maya Cruz sagen? Sie war wohl ein Wunderkind, was vermutlich ihre arrogante Art erklärt. Aber sie war Major Hull absolut treu ergeben. Sie würde ihn nie verraten. Rechne nicht damit, dass sie kooperiert, falls du sie findest. Okay. Und du glaubst, du weißt, wer dieser Marco ist? Bei der First Cavalry gab es einen Mech-Piloten namens Marco Graziani. Er kam aus einer reichen Familie. Und weil die First Cav als Top-Einheit galt, hat er sich dahin versetzen lassen. Durch Schmiergeld, hieß es. Marco konnte einfach alles beschaffen. Es gab das Gerücht, dass die Familie durch Schmuggelgeschäfte reich geworden ist. Glaube ich sofort. Er wollte nach dem Militär stinkreicher Geschäftsmann werden. War für den Plan vermutlich nicht so gut, dass er ins Gefängnis geworfen wurde. Ich brauche Infos, um sie aufzuspüren. Zum Beispiel? Wohin würde man denn für eine langfristige medizinische Behandlung gehen? Marco hält seinen Standort geheim. Wie kann ich ihn finden? Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, haben wir Marcos Namen immer wieder gehört. Er leitet angeblich einen Schmugglerring. Nach deinen Infos würde ich mal davon ausgehen, dass er sein schmutziges Geld an die First weitergibt. Ranger Autumn McMillan recherchiert gerade in Red Mile zu dem Schmugglerring. Ihr solltet euch zusammentun. Denk aber daran, dass das außerhalb des Freestar Collective Raums liegt. Du hast da keine Befugnisse. Okay, wohin würde man denn für eine langfristige medizinische Behandlung gehen? Vermutlich in die Klinik. Die liegt im Freestar Collective Raum und bietet die beste medizinische Versorgung, die man mit Credits kaufen kann. Und sie garantieren Privatsphäre. Das ist also der perfekte Laden für jemanden, der nicht auffallen will. Ranger Ben Armistead ist dort postiert. Ich schicke ihm ein Update zur aktuellen Lage. Das reicht für den Anfang. Danke dir. Deine Priorität ist es, mehr Infos über die First zu sammeln. Was planen sie? Für wen arbeiten sie? Wo ist ihr Hauptquartier? Denk daran, deine Ziele waren im Gefängnis, weil sie ihrer Einheit treu ergeben waren. In ihren Augen hat das Freestar Collective sie verraten. Du darfst also keine sehr freundliche Begrüßung erwarten. Sei vorsichtig. Gute Jagd, Deputy. Nochmal 8300 bekommen. Und wir sind wieder ein Level aufgestiegen. Begib dich nach Red Mile
Alter, geil. Jetzt geht's endlich mal dahin. So, aber erst einmal hier. So, wir brauchen wieder einen schönen Skill. Nahkampf nutzen wir gar nicht. Erst, kann ich hier vielleicht nochmal was nehmen? Sicherheit. Sperren, du kannst Schlösser des Levels Lehrling hacken. Zwei automatische Versuche können für später aufgehoben werden. Wir brauchen das. Um ein bisschen weiterzukommen. Wir können jetzt zur Red Mile. Boah, ich freue mich schon drauf. Also, die rote Meile. Geht schon los, verdammt. So. Jetzt bin ich gespannt. Hey, mach mit dem Boostpack keinen Blödsinn. Gibt hier schon genug Flugverkehr? Hier. Da hast du es. So, okay. Die rote Meile, die Red Mile, die will ich auf jeden Fall besuchen. Die will ich sehen. Ja? Der Wartungstechniker ist in der Hütte vorne, falls du ihn brauchst. Ja, alles gut, danke. Ich brauche den Wartungstechniker gerade nicht. Ich will einfach jetzt zur roten Meile. So, haben wir dann danach, glaube ich, alle wichtigen Orte einmal besucht, oder? Sofort ab, oder willst du noch warten? Wir waren in den in New Atlantis, wir waren dann in Aquila City, Neon, Hope Town. Ich arbeite hart, Captain. Was? Entschuldigung. Ich war anwesend. Ja, Captain. Was wollen die? Macht euch bereit, ja? Es geht zur Roten Meile. Weiterarbeiten, Leute. Bereit machen zum Start. Okay. So. Da will ich hin. Narion-System. Geht's los? Ja, jetzt geht's los. Ich wollte schon sagen. In den Grafsprung. Moment mal. Narion-System? Anderer von? Warte mal, hier haben wir unsere Base. Oder nicht? Ja, alles klar. Ich will andocken. So, komm noch ein bisschen. Bei 500 Metern können wir erst andocken. So, jetzt. Also ist hier unser erstes Ziel. Also ich finde es jetzt schade, dass wir doch noch nicht zur Roten Meile gehen. Ich glaube, das Xenoforschung in der Klinik? Bin dabei.
Sprich mit Ben Armistead. Wo ist denn der? Hier gibt es immer mehr als genug zu tun. Lara Darvish. Irgendwas zu melden? Ah, da ist er. Mit dem muss ich reden. Ach, ist auch ein Ranger. So. Ja? Hast du Schwierigkeiten? Nee, Moment mal. Du bist der neue Deputy, oder? Der Marshall schickt regelmäßig Berichte zum Stand deiner Ermittlungen. Super, das spart uns beiden Zeit. Ja, ich dürfte auf dem neuesten Stand sein. Ben Armistead. Freut mich. Tja, das ist wohl die Quintessenz. Du bist das neueste Mitglied der Ranger, ich das älteste. Ah, das älteste. Alles klar. Sie ist eine First-Söldnerin hier in der Klinik. Sie hat ein dringendes medizinisches Problem, also dürfte sie hier sein. Alle Ranger wissen, dass man seinem Instinkt trauen muss. Hier gibt's die beste Behandlung in den ganzen besiedelten Systemen. Viel besser als alles, was diese UC-Schweine haben. Witzig, oder? Wo sie die Station doch gebaut haben. Ich weiß, wer dir da helfen kann. Hier entlang, Deputy. Okay, Unter uns? Ich weiß nicht recht, warum jemand das Bedürfnis hatte, hier einen Ranger zu stationieren. Ich bin im Prinzip nur ein besserer Bodyguard für Dr. Darvish. Sie hat hier das Sagen. Und sitzt auch im Rat der Gouverneure. Das Personal ist nicht gerade begeistert von meiner Anwesenheit. Und ich mag das Pack auch nicht. Ein Haufen aufgeblasener Eierköpfe, wenn du mich fragst. Bis auf Ari. Der ist der Einzige, mit dem ich mich hier unterhalten kann. Hey, Ari, du Schuft. Schuftest du fleißig? Wenn du meinen Bandösen siehst, verpass ihm ordentlich eine. Hey, Chief. Ein gutes Herz, ich würde sagen, aber in letzter Zeit ist er... Alter, halt die Klappe! Was wird dich her? Der Deputy hier könnte Hilfe brauchen. Ist auf der Suche nach einer Patientin. Mal sehen, was ich tun kann. Dann lasse ich dich mal in Mr. Millers fähigen Händen. Wenn noch was ist, ich bin im Büro. Alles klar, Mr. Miller. Ein paar Jahre gearbeitet hat. Ich kann man jedes Nein! Nicht mit dir. Und du, halt die Klappe, ich will mit ihm reden. Ich versuche dir zu helfen, aber unsere Computersysteme spielen verrückt. Interessant, die Frau, die ich suche, ist Computerexpertin. Die Patienten haben keinen freien Zugriff auf unsere Systeme. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Aber wir behalten das im Hinterkopf. Also, hinter wem bist du her? Hinter einer ehemaligen Soldatin namens Maya Cruz. Sie hat im Koloniekrieg tapfer gekämpft. Hinter einer gnadenlosen Söldnerin namens Maya Cruz werde sie zur Rechenschaft ziehen. Ihr Name ist Maya Cruz. Ja, komm, mach ich so. Eine ehemalige Soldatin, ja? Man sagt ja, dass der Krieg einen für immer verändert. Traurig, dass Soldaten nach Hause kommen und sich nicht mehr einfinden. Ja, da glaube ich. Nichts, aber vielleicht können wir die Sache anders angehen. Weißt du, weswegen sie hier ist? Ja, ein wenig. Es war ein Notfall, der eine längere Behandlung benötigt. Eigentlich, ich weiß nur, dass ein langer Krankenhausaufenthalt nötig war und es dringend klang. Ist egal, sie ist eine Kriminelle und wird kriegen, was sie verdient. So oder so. Ihr Name reicht nicht? Ich glaube, ich sag mal das hier, weil, das wird mehr habe ich schon nicht. Weiterhelfen. Mein Terminal hat Zugriff auf die Patientenakten. Falls die Datenbank funktioniert, komm mit! Ja, einen Moment, ich muss... Ah, okay, der muss eher an mir vorbei. Okay. Mir würde schon der Gedanke reichen, dass die Ranger auf uns aufpassen. Hältst du mal die Klappe da hinten? Früher hatte ich noch einen richtigen Job. Okay, warte einen Moment. Wie die alle einen zuquatschen. Alle wollen hier ein Ohr abkauen. Maya Cruz. Komm schon, Maya. Als wären das alles YouTuber. Okay, endlich. Mal sehen. Oh. Was steht auf der Tasse? Für eine Maya Cruz. Mondays. Am I right? Okay, Ari, was hast du zu sagen? Wenn Maya hier ist, nutzt sie wohl einen Decknamen. Was eigentlich logisch ist, wenn die Ranger hinter ihr her sind.
Auf irgendjemanden muss die Beschreibung doch wenigstens teilweise passen. Was, wenn die Akte manipuliert wurde? Das könnte sein. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Okay, Moment. Ich weiß, dass wir gerade ein paar Patientinnen haben. Candace zum Beispiel. Wie hieß sie doch gleich? Doolin. Candace Doolin. Und diese Nakamori. Jane, glaube ich. Ich weiß spontan nicht, warum sie hier sind, aber das ist schon mal ein Anfang. Sicher, wenn ich herausfinde, wo die Computerprobleme kommen, führt mich das vielleicht zu Maya. Du darfst gerne das Terminal in der Ranger-Station verwenden. Ich gebe dir Admin-Zugang. Alles klar, okay. Was ist jetzt? Vorsicht, wenn du auf diese Ekliptik-Pisser triffst. Die führen sich wie die Könige der besiedelten Systeme auf. Und sie da vorne darf ich einmal hin. So, Freestyle Ranger Terminal. So, Administratorzugang, okay. Bitte Aufgabe wählen. Aktive Vorgänge. Disruptor MK4 unbekannt. Stromzufuhr nativ. Memory Guard nativ. Ordnersysteme nativ. Netzwerkmanager nativ. Anfrage Disruptor MK4. Verschaffen dir Zugang zum VIP-Flügel. Status und Betrieb. Sicherheitsrisiko hoch. Sie wird empfohlen, diesen Vorgang unverzüglich zu deaktivieren. Ort Mainframe-Bewerbung. Installiert von Rivera Catalina P. Patienten VIP-Bereich. Das war das? Ich huste ein bisschen. Ist aber nichts Schlimmes. Ja, du bist aber auch nicht derjenige, mit dem ich reden will. Darf man hier überhaupt im Krankenhaus so rennen? Das ist nicht das, wo ich hin will. Das haben die immer noch nicht aufgewischt hier. Ich bin enttäuscht. Dr. Cassidy. Hä? Es gibt bestimmt jemanden. Titus Cassidy, da ist er. Kann. Ja? Wie kann ich helfen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich muss mit jemandem im VIP-Flügel reden. Tut mir leid, aber wir erlauben dort keine Besucher ohne Voranmeldung. Bitte einfach die Person, die du besuchen möchtest, das mit mir abzusprechen. Wer genau bist du? Markezeichen Deputy Max Deus, steht zu Diensten. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Kooperation bei einer Ermittlung. Markezeichen, siehst du das? Das bin ich. Jetzt mach die Tür auf, du halbe Portion. Ach komm, wir sind ernsthaft. Selbst wenn du Solomon Coe höchstpersönlich wärst, wäre die Antwort nein. Regeln sind Regeln, keine Ausnahmen. Du meine Güte, wir lassen uns doch nicht ernsthaft von diesem Pedanten aufhalten, oder? Ich versuche mal zu überzeugen. Ich habe viel zu tun, fasse dich kurz. Es muss doch einen Weg geben, wie wir hier beide als Sieger hervorgehen. Hilf mir, die Menschen im Freestyle Collective zu beschützen. Es muss niemand davon erfahren. Was, wenn ich das automatisch mache? Atme doch bitte tief durch und beruhige dich, ja? Es könnten viele Menschen in Gefahr sein. Hilf mir, sie zu beschützen, Doktor. Ich habe gelobt, kein Leid zu tun und will es auch nicht indirekt verursachen. Genug davon. Ich sehe schon, dass du dich nicht umstimmen lässt. Ich kann eine Ausnahme machen, nur dieses eine Mal. Damit kommst du rein. Bitte führe deine Ermittlung zügig und diskret durch. Ich hoffe doch, ich werde das nicht bereuen. Okay, nice. Hier lang? VIP-Wing, da haben wir's. Haben wir jetzt zweimal den Zugang hierzu bekommen, oder wie? Jetzt bin ich gespannt, wie der VIP-Flügel hier aussieht. Hast du es gefunden? Was geht denn hier ab? Was? Klinikpersonal? Was ist denn hier passiert? Okay, das ist jetzt sehr interessant.
Planetensystemskulptur. Ist das unser Sonnensystem oder ist es ein anderes? Hier haben wir ein Klo. Perfekt. Und Toilettenpapier, das brauchen wir dringend. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Da hinten müssen wir hin. Dann gehen wir hier erstmal rein. Wir brauchen hier die Dinger. Nein, Splinter haben wir erhöht. Perfekt. Dockingschleuse unzugänglich. Ja, Sarah, danke schön. So. Suchen nach Hinweisen. Okay. Wichtig, sofort lesen. Maya, die Ranger sind uns auf der Spur. Sie werden dich finden und wenn sie das tun, wird dich eine falsche Identität nicht schützen. Es wird besser, du versteckst dich an einem sicheren Ort. Dein Unterschlupf in der alten Asteroidenmine bei Sakharov wäre perfekt. Es wäre vielleicht auch kein Fehler, eines der Notfallschiffe der Klinik zu stehlen. Für den Fall, dass du Schnellfisch finden musst. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit, die Operation ist fast vorbei. Du hast uns für uns wichtige Arbeit geleistet. Falls ich nicht mehr die Chance bekomme, dir persönlich zu danken, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich dir für deine Tapferkeit und deine Loyalität der Einheit gegenüber ewig dankbar sein werde. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammengearbeitet zu haben. Major Hull. So, Befehlsüberbrückungsmodus. Programm deaktivieren. Patiententerminal. Unsere VIP-Gäste genießen. Ah, okay, da will ich nicht lesen. Da muss ich denen Bescheid sagen, hier eine Ärztin ist tot. Und das war nicht meine Schuld. So. Hoffentlich komme ich endlich mal dran. Abend, Sir. Wie lange sitzen die beiden hier schon? Einfach nach Aquila City gehen sollen, ist sicher nichts Schlimmes. Selbst ohne irgendeinen Ausbruch ist es. Der hat noch Geld, nice. So, dann kann ich hier sichern. Die hier verkaufen. Die? Den wollte ich ja noch behalten. Den Grandel kann ich verkaufen. Rattler, die Rettungsaxt. Den Maelstrom und den Grendel. Schwierig, den Laden hier. Ah, verdammt. Verkaufen. Kleidung. Oh, jetzt haben wir. Syndikatsprügler. Schön im Blau. Den behalten wir mal. Will ich mal gleich anziehen. Schmeißen. Ist mal was Neues. Und sieht schnittig aus. Ich hätte den aber gerne in schwarz gehabt mit. Oder eine schwarze Hose zumindest. Und Oberteil vielleicht rot. Die Crew ist an Bord. Bereit zum Abflug. So, wollen wir mal. Alle an Bord, Leute. Also heute jetzt noch nicht zur Red Mile, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann das sein? Trennung komplett. So. Da muss ich hin. Genau, Mission. Begib dich nach Sakharov. Und
los. Und zack, sind die Sterne anders angeordnet. Und wir sind hier. Warte mal. Das hier? Wo sind wir? Wo ist denn das? Hier unten. Ah, okay. So weit vom Alpha Centauri-System. Das ist ja cool. Warte mal, wenn wir jetzt da nochmal hingehen. So, da haben wir Bonner. Bonner-Analyse-Daten hinzugefügt. So, wir sind aber hier. Eklund Ausgrabungsstelle CL. Eklund Ausgrabungsstelle CL25. Hat das was mit Stroud Eklund zu tun? Da geht auf jeden Fall niemand ran. So, Luftschleusencheck und los. Gehen wir mal rein. Hoppla. Traut dem Ganzen hier nicht. Da geht's wahrscheinlich weiter. Aber hier liegen auch keine Toten. Jo, Stroud Eklund, das ist von... Das hat mit unserem Kollegen hier zu tun. Sternklinik unzugänglich. Ah, okay. Ich war schon öfter auf Welten mit so niedrigen Temperaturen und es war nie ein angenehmes Erlebnis. Okay, was passiert hier jetzt? Ich habe ein Schiff andocken hören. Ich weiß, wer du bist und dass du mich verhaften willst. Ich muss dich warnen. Ich hatte lange Zeit, mich hierauf vorzubereiten. Entweder gehst du also wieder oder ich begrabe bald deine Überreste. Ich will hier nur looten, ja? Von mir brauchst du keine Angst zu haben. Warte, ich habe jetzt Schrott eingesammelt. Na super. Verstehe ich, was Stroud Eklund hier wollte. Die kristalline Formation sieht faszinierend aus. Und wertvoll. Jo, da glaube ich. Was? Ein Scherhüpfer? Oder wie heißt das? Scherbhüpfer. Der hat aber eine Struktur auf jeden Fall mit. Immerhin. Was? Ah. Kommt er da angeschissen hier? Will mich anspringen. So, jetzt bin ich neugierig. Was gibt's denn hier noch? Autsch. Geht jetzt auf? Nee. Immer noch nicht. Okay. Und jetzt vielleicht?
So, alles mitnehmen. Klebeband. Dann gehen wir mal nach oben. Also an sich, ich feiere das, dass bei Bethesda wirklich man so viele verschiedene Gegenstände einfach mitnehmen kann. Nur die Problematik ist, dass man da so oft auf irgendeinen Müll mitnimmt. Argus Extractor. Ah, hier sind die Digi Dietrich. Oh. Medipack. Und dann haben wir ein Tablet. Persönlicher Groomer. Hier haben wir Käse, was wir brauchen. Und den Medipack habe ich fast übersehen. Okay, aber hier müssen wir nicht hoch. So wie ich das sehe, so wie ich das verstehe. Also schon dann irgendwie nach da unten. Ah, hier geht es ja auch weiter. Cutterkiste. Ui, noch ein Cutter. Hier nicht noch ein Dings? Wie mache ich die Tür jetzt auf? Gibt es hier was, um das da aufzumachen? Die müsste doch was geben. Oder nicht? Kein direkter Weg auffindbar. Oder erkennbar. Okay, also, wie löse ich das jetzt? Veredelt Anzug Navigator. Noch ein Groomer. UC Navy. Papiertaschentücher. Da haben wir noch einen Orion. Sonst gibt es hier nichts mehr. All dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Nehmen wir auch mal mit. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie ich jetzt... Ah, hier ist noch eine Tür. Meister, verdammt. Ich bin noch kein Meister. Warte, da ist noch ein... Da ist ein Schalter. Ah, ne, das... Okay. Gibt es sonst noch irgendwie einen Weg? Wo ich gerade ein bisschen zu doof bin, den zu erkennen. Da schieße ich mal nicht drauf. Hier muss es doch noch einen Weg geben. Hier haben wir ja schon, Alter. Das sind ja die Duschräume. Noch ein Medipack. Terror-to-go-Becher. Ich nehme den mal mit. Return of the Interceptor. Oh. Neo City Kleidung Brown. Overall Miner. Miner mit Jacke.
Klamotten nehme ich immer gerne mit. Noch ein Miner? Weil wer weiß, vielleicht finden wir auch irgendwann so richtig coole Klamotten. Ja, aber ich glaube, da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter, ne? Ich bin gerade ein bisschen doof. Hilft auch gar nicht, ne? Hätte ja sein können. Ja gut, dann würde ich sagen, das hier finden wir mal in der nächsten Folge raus, wie wir das aufkriegen. Denn ich sehe hier gerade echt nicht. Wie wir hier weiterkommen. Ob wir hier weiterkommen, wo ich jetzt gerade bin. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.